Herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Jivodo-Kanal. Mein Name ist Morten Ohle und heute sprechen wir über das Thema Leasingfaktor. Der Leasingfaktor ist ein errechneter Wert bzw. eine Referenzzahl, die es euch erlaubt, viel einfacher Leasingangebote zu vergleichen und damit einen viel besseren Vergleichswert darstellt als irgendeine Leasingrate oder Anzahlung, sondern wirklich eine relativ neutrale Betrachtungsweise liefert, wie gut ein Leasingangebot ist. Wenn ihr wissen wollt, was dahinter steckt und wie man ihn berechnet, dann bleibt auf jeden Fall dran. Was ist also der Leasingfaktor? Ich habe ja schon gesagt, der Leasingfaktor ist gewissermaßen eine Zahl. Wenn man es ganz fachlich ausdrückt, ist es quasi eine Relation zu dem, was ihr monatlich für euer Auto bezahlt, zu dem, was das Auto in der Liste kostet, also den Bruttolistenpreis. Das heißt, ihr liest vielleicht ein Auto, das kostet 50.000 Euro und zahlt dafür 500 Euro im Monat, dann wäre der Leasingfaktor bei 1. Wie ich das berechne, das werde ich euch gleich noch erklären. Wichtig ist zu verstehen, dass ich mit dem Leasingfaktor eine Zahl habe oder einen Wert habe, der es mir erlaubt, nachzuvollziehen, wie viel Geld, also beziehungsweise wie viel Auto ich für mein Geld bekomme. Weil normalerweise sehe ich beim Händler irgendwelche Angebote, ja, hier 299 für einen BMW, beim nächsten vielleicht 299 oder 399 aber mit Anzahlung für einen anderen BMW. Und eigentlich weiß ich gar nicht, also ich sehe, dass der eine vielleicht günstiger ist als der andere und der andere teurer ist, aber weiß ich wirklich, wie viel besser das Angebot ist, beziehungsweise ob ich hier eben ein besseres Auto bekomme oder ein schlechteres. Und das kann ich eben so über alle Nebenkosten durchrechnen und eben nachvollziehen, wie gut ein Angebot tatsächlich ist. Am besten versteht man den Leasingfaktor, wenn man einen konkreten Referenzfall nimmt und das Ganze mal berechnet. Ich hatte ja schon gesagt, wir nehmen mal den Wert an, dass ich ein Kfz für 50.000 Euro mir leasen möchte. Also das ist unser Bruttolistenpreis, von dem wir ausgehen als Referenz. Schreibt es mal dazu, BLP. So, jetzt lasse ich mir dafür ein Angebot machen. Ich mache die Zahlen jetzt wirklich einfach, damit ich das ja auch im Kopf durchrechnen kann und dass man es super einfach versteht. Aber ich lasse mir jetzt mal ein Angebot für dieses Auto machen und sage jetzt einfach mal, okay, der Händler gibt mir ein Angebot für dieses Auto in Höhe von 500 Euro im Monat ohne Anzahlung an Leasingrate. Das heißt, die Leasingrate, ich schreibe es einfach mal LR, beträgt 500 Euro. So. Das heißt, 50.000 Euro kostet das Auto, 500 Euro zahle ich im Monat. Angenommen, jetzt mache ich mir noch ein zweites, lasse ich mir noch ein zweites Angebot machen für dieses Auto. Und bei diesem Angebot zahle ich zum Beispiel nur eine Leasingrate von 250 Euro für dasselbe Auto. Das ist natürlich jetzt sehr hypothetisch, dass man da so einen krassen Unterschied hat, aber einfach mal dahingestellt. Wenn ich jetzt ausrechnen möchte, wie hoch der Leasingfaktor ist, dann setze ich das Ganze eben in Relation und sage, okay, 500 Euro kostet das Auto im Monat und teile das durch den BLP von 50.000 und komme dann eben auf 1,0. Oder wenn ich 250 einsetzen würde, wäre das logischerweise 0,5. Sprechen wir mal über den Fall, dass das Leasingangebot eine Sonderzahlung beinhaltet. In dem Fall ist auch mal der Einfachheit halber 2.000 Euro und die Rate beträgt 300 Euro. Ich gehe jetzt wieder von der Formel aus und sage eben, okay, unten steht der BLP, also die 50.000. Und normalerweise würde ich jetzt die Leasingrate über den Bruchstrich schreiben, also eben Leasingrate durch diesen Wert teilen. Aber da ich jetzt eine Sonderzahlung habe, muss ich die eben mit berücksichtigen beim Faktor. Und die Sonderzahlung, die teile ich zusätzlich durch die Laufzeit. Ich nehme jetzt einfach mal 10 Monate. Weil das einfacher zu rechnen ist jetzt im Kopf und rechne das dann eben plus die 300 Euro. Und wenn ich das hier eben ausrechne, kommt dann wieder 500 Euro raus und ich hätte dann wieder den Leasingfaktor von 1,0. Das heißt, auch die Sonderzahlung muss man berücksichtigen, wenn man den Leasingfaktor berechnet. Denn so kann man dann auch relativ gut vergleichen, wenn eben man verschiedene Angebote vorliegen hat. Für irgendwie verschieden teure Autos, dann da eine Sonderzahlung in Höhe von x Euro und da wieder keine oder so. Und so kommt man dann eben
tatsächlich auf den Preis-Leistungswert, wenn man es mal umgangssprachlich nennt, nämlich den Leasingfaktor, und kann so eben relativ gut vergleichen, wie viel Auto ich für mein Geld bekomme. Es gibt aber auch ein paar, sage ich mal, Punkte, wo man den Leasingfaktor eben nicht immer als Vergleichswert heranziehen kann, wenn ich zum Beispiel ein Angebot vorliegen habe, das sich leistungsmäßig gravierend unterscheidet. Das heißt, ich habe vielleicht ein Angebot für ein Leasingauto mit Versicherung, mit Wartung inklusive etc. pp. Mit vielleicht extrem guten Laufleistungen, also irgendwie 30.000 Kilometer und so weiter. Also das wird ja alles hier nicht berücksichtigt. Ich berücksichtige hier tatsächlich nur den monatlichen Preis des Autos zum Listenpreis. Wenn ich jetzt viel Laufleistung habe und vielleicht eine Versicherung dabei ist, dann wird das hier nicht berücksichtigt. Aber das Angebot könnte also dann sehr negativ dargestellt werden über diesen Faktor, aber könnte theoretisch besser sein als ein anderes Angebot. Deshalb das immer auch im Hinterkopf behalten, das ist, wenn dass man eben auch die ganzen Details des Angebots sich durchliest, ja, was ist da vielleicht inkludiert, was nicht inkludiert, wie lange läuft der Vertrag, also die Vertragslaufzeit und natürlich, wie viele Kilometer darf ich da pro Jahr fahren. Dementsprechend, der Leasingfaktor ist eine super Sache, wenn ich sehr ähnliche, also homogene Angebote habe, ja. Wenn ich jetzt zwei gleiche Autos, zweimal einen Audi A4 von zwei verschiedenen Händlern vergleiche mit derselben Laufleistung und derselben Laufzeit des Vertrags, dann ist es ein super Wert. Wenn ich jetzt aber eben, wenn die Angebotsstruktur komplexer ist, muss ich eben noch ein paar andere Details mit beachten. Auf unserer Website findet ihr übrigens einen Leasing-Faktor-Rechner. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und dort könnt ihr einfach die ganzen Werte hier reinsetzen und dort wird euch automatisch dann der Leasingfaktor ausgerechnet, ohne dass ihr das jetzt irgendwie händisch mit dem Taschenrechner rechnen müsst, und das ist einfach super komfortabel. Ihr müsst nicht selber denken, sondern einfach nur die Zahlen eintippen und wir zeigen euch den Leasingfaktor. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch geholfen bzw. gefallen. Wenn das so ist, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr euch für Leasing und Autos und so weiter interessiert, dann abonniert den Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und ciao.